Stargray ist wieder da in 5er Raids, allerdings nur für kurze Zeit. Und ich will zeigen, wie man ihn nur zu zweit besiegen kann. Vor über einem Monat war er schon mal da. Da habe ich dann nach dem zweiten Versuch gewusst, wie ich ihn besiegen kann. Da habe ich gewisse Pokémons stark hochgepowert und dann konnte man ihn leicht zu zweit besiegen, wenn es bewölkt war. Damals gab es ein Event, bei dem man 25% mehr Schaden gemacht hat, wenn man mit einem Freund gekämpft hat. Aktuell ist wieder normal, das heißt nur 10%. Dementsprechend wird es jetzt wirklich sehr knapp und ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt wirklich schaffe. Aber mal sehen. Das Wichtigste dabei ist, man muss viele gute Kampf-Pokémons haben. Und man muss die Wetterverstärkung ausnutzen, nämlich dass es bewölkt bzw. bedeckt ihm ist. Durch dieses Wetter machen die Kampf-Pokémons nämlich mehr Schaden. Wie man sieht, ich setze Lucario ein. Ich habe extra zwei Lucarios weiterentwickelt gehabt, weil die mit ihrer Aurasphäre sehr viel Schaden machen und man braucht jetzt wirklich viel Schaden. Lucarios konnte man in letzter Zeit dadurch bekommen, indem er Riolis ausgebrütet hat, weil da gab es so ein kleines Event, wo es häufiger möglich war. Dadurch habe ich auch jetzt genügend Bonbons gehabt. Was ich jetzt auch noch einsetze, ist der Meistergriff, sprich der Praktipal, den man 1er Raids bekommt, mit Glückstausch gemacht und getauscht. Dadurch habe ich wieder einen hohen IV-Wert vom Praktipal bekommen und konnte ihn dann in der zweiten Stufe kostenlos entwickeln. Ich setze ihn dann noch einen zweiten Meistergriff ein, den habe ich auch extra jetzt erst getauscht und weiterentwickelt, um wirklich jetzt eine Chance zu haben. Was jetzt mir auch noch zugute kommt, ist, soweit ich gesehen habe, hat er, der Stargray, den Angriff Finsteraura. Das ist einer seiner schwächeren Angriffe. Das heißt, meine Pokémons halten mehr durch. Jetzt setze ich auch schon meinen Kapilz ein. Der macht auch viel Schaden. Hat natürlich wie fast alle meine Pokémons Angriff Konter und Wuchtschlag. Allerdings hält er nicht so viel aus, wie man gerade gesehen hat. Es ist jetzt auch ein bisschen Absicht dabei, dass ich jetzt meine Pokémons gewählt habe, die ziemlich schnell umfallen. Und meine stärkeren, die länger durchhalten, habe ich es im zweiten Team eingesetzt. Der Hintergrund ist, da wir zu zweit kämpfen und ich nicht will, dass wir gleichzeitig im Lobby sind, genau jetzt, muss ich schnell noch wechseln. Okay, zweites Team rein. Wenn jetzt nämlich der zweite Trainer zur gleichen Zeit in der Lobby ist, um das zweite Team auszuwählen, dann heilt sich der Target leicht. Und das bei dem knappen Kampf ist tödlich für einen. Das heißt, dann würde ich es noch weniger schaffen. Aber so habe ich wenigstens eine Chance. Okay, mein Machomai ist auch schon wieder umgekippt. Also grundsätzlich, wenn man jetzt auf die Uhr schaut, das könnte wirklich sehr knapp werden. Er ist schon ziemlich natürlich im gelben Bereich. Der hat schon vielleicht nur noch ein Viertel seines Lebens. Unter 100 Sekunden. Das wird schon richtig knapp. Also ich kann es jetzt nicht voraussagen. Ich habe zwar jetzt meine etwas stärkeren Pokémons noch, die länger durchhalten, aber die ganz viel Schaden machen, waren wirklich der Lucario und der Meistergriff. Deswegen weiß ich es jetzt noch nicht. Und der andere hat natürlich jetzt auch noch schwächere. Also man kann es nicht richtig abschätzen. Aber grundsätzlich, um hier zu bestehen, braucht man wirklich viele gute bis sehr gute Kampf-Pokémons. Die meisten sind Level 35 oder höher. Also viel Kampf-Pokémons. Man braucht ja hier ja zwei Teams. Das heißt, man selber braucht 12 gute Kampf-Pokémons. Dementsprechend viel Staub und Bonbons, damit man sie mindestens auf Level 35 oder teilweise auch höher bekommt. Jetzt sogar schätze ich noch meinen Hariyama ein. Das ist, glaube ich, der einzige, den ich hier habe.
Der hält auch etwas mehr aus. Und jetzt muss ich schon mal auf den Timer schauen. Okay, jetzt wird es wirklich knapp. Es sind noch 20 Sekunden. Oh nein, was ist? Ich stehe doch direkt vor der Arena. Ach, manchmal spinnt es, gäbe es. Und es macht mich jetzt etwas nervös. Wie sieht es aus? Was ist jetzt los? Jetzt sehe ich nicht mehr, wo ist mein. Ach doch, ja. Es geht runter, der Countdown. Und er ist auch schon unten. Das war jetzt aber noch ganz schön stressig in den letzten Sekunden. Ich dachte schon, jetzt verliere ich doch noch. Aber das war wirklich ein sehr, sehr knapper Sieg. Also das geht wirklich nur knapp, so zu gewinnen. Es sei denn, man hat ganz viele Lucarios und Meistergriff, dann geht es auch einfacher. Aber die sind sehr kostenintensiv. Versuchen wir mal, ihn zu fangen. Ja, jetzt bin ich noch so ein bisschen aufgepusht durch den ganzen Duo-Raid, das nicht so häufig mache. Aber das pusht einen richtig hoch, wenn man das geschafft hat. Ja. Mal schauen, ob der jetzt drin bleibt. Wieder nicht. Na, nochmal goldene. Schauen wir mal. Großartiger Curveball. Und bitte bleibt drin. Und ja, drin geblieben. Jetzt schaue ich mir mal noch die Bewertung dazu an. So um die 2100 ist er normalerweise, sind schon viel bessere. Also der ist schon nicht schlecht wahrscheinlich. Ja, 3 Sterne ist nicht so ganz gut, aber den behalte ich gern als Andenken für meinen Duo-Raid. Also das Fazit. Man braucht ganz viele sehr gute Kampf-Pokémons. Die Wetterverstärkung bewölkt muss ausgenutzt werden. Und man muss hoffen, dass er die Finsteraura als Angriff nur hat. Dann ist er zu zweit zu besiegen. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von diesen Videos wollt, dann abonniert bitte meinen Kanal.